Hey Leute, heute zeige ich euch einfach mal, wo ich meine ganzen Gitarren-Tabs herab. Dazu gehen wir einfach mal ins Internet. Ich habe jetzt zwei Seiten zur Auswahl. Einmal gehe ich auf 911tabs.com, das ist die eine Wahl. Hier kann man auch einstellen, ob man jetzt nach Songname oder nach Bandname sucht. Ich suche jetzt einfach mal nach Bandname. Gebe jetzt zum Beispiel ein Slipknot. Was geht denn jetzt? Und jetzt geht's weg. Also, jetzt erkläre ich euch einfach mal, wie das ganze Prinzip hier funktioniert. Hier sehen wir zum Beispiel das Lied Duality von Slipknot. Da oben sieht man Gitarre-Tabs, Bass-Tabs, Drum-Tabs, Piano, Power, Guitar Pro. Power-Tabs ist Power, das ist Programm. Damit kann man Tabs laden. Also die nimmt man sich runter und dann öffnet man das Programm und die erscheinen dann mit Vorspielen und sowas. Selbe Prinzip auch bei Guitar Pro. Also, da ich Bassgitarre spiele, gehe ich jetzt einfach mal nach da. Duality. Und hier sehen wir jetzt Saiten. 3,7 ist jetzt die beste Note. Die beste Note, wo es eigentlich gibt, ist 5,0. Und hier ist jetzt zum Beispiel das Lied vor, also die Tabs vorgegeben. Leider sieht es mit sich gerade nach Bassnoten aus. Aber egal. So, die zweite Seite, wo ich euch zeigen will, heißt ultimateguitar.com. Die Seite muss jetzt erstmal laden. So. Da gehen wir jetzt auch mal bei Bandnamen. Nein, machen wir einfach mal so einen Namen. Duality. Slipknot, Duality. Tab steht hier für Gitarren-Tabs, also E-Gitarre. Und dann sieht man sehr oft Guitar Pro. Zu beachten ist dann bei den Guitar Pro-Dingern die meiste Bewertung und die beste Sternzahl. Also mit der besten Sternzahl und meisten Bewertung, das nehme ich auch immer. Hier zum Beispiel haben wir jetzt auch die Tabs. So. Wie man sehen kann. So, jetzt habe ich auch festgestellt, dass von Bass Master da, das war zwar doch richtige Bass Tabs. So, aber jetzt wieder zum richtigen. Ich lade mir immer hier diese Guitar Pro Dinger runter. Dazu werde ich noch nachher ein Tutorial machen, wie das geht und ja. So, das war's dann auch schon wieder von mir. Ja, bis zum nächsten Mal.